Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute gibt es ein weiteres Unboxing. Es kam ja letztens erst eins von einem Amazon-Paket. Jetzt kommt aber eins von einem wunderschön verpackten französischen Shisha-Produkt. Der thermodynamische Kopf von Elbadia bzw. der Firma Kazar. Es ist das Modell Rast, das neueste, das es gibt. Das wollen wir uns heute mal zusammen angucken. Wir packen es erstmal aus, weil ich finde, die Verpackung ist so schön. Das muss mitgegeben werden. Das ist einfach Teil der Experience. Sollte euch das Video gefallen, gerne Daumen nach oben oder Abo da lassen. Jetzt viel Spaß beim Video. So, ich würde sagen, wir springen hier als erstes mal in das Unboxing. Ich weiß nicht, ob man es jetzt in der Kamera da oben sieht, aber hier steht nicht nur Kazar und das Logo und der Name, sondern hier sind auch noch so ganz fein eingearbeitete Gravuren, die die Form des Kopfs zeigen. So, wundert euch nicht, hier liegt noch was mit dabei, kann ich euch auch nochmal vorne zeigen. Noch ein Mundstück von Kazar. Das Kazar Jabet oder Jabet, ich weiß nicht, also wenn man es Englisch aussprechen würde, wäre es Jabet, Jabet, ich weiß nicht, ich kann kein Französisch, Leute, nagelt mich nicht fest. Das soll jetzt kleiner Bonus mit dabei, aber es geht hauptsächlich um den Kazar-Kopf. Aber ich würde sagen, wir ziehen das einfach mal ab und gucken uns direkt mal dieses Alu-Mundstück mit einer Zink-Ummantelung an. Ich finde die Optik geil, ich finde der Klang, wenn man das in der Hand hat, wenn man das dreht, ja, ist ultra cool. Ich finde die Optik geil, also die Farbe von dieser Zinklegierung oder Zinkummantelung. Leute, ich bin kein Metaller, ich weiß nicht genau, wie das heißt. Es ist auf jeden Fall Zink drumherum und das sieht ziemlich geil aus, finde ich. Und es liegt auch gut in der Hand, es ist schön kühl, klar, ist Metall. Hat vorne so eine ganz besondere, ich versuche euch das mal hier zu zeigen, so eine ganz besondere Hexagonform, also sechs Ecken auf jeden Fall und etwas abgeflacht. Ich hatte ja früher immer dieses Glasmundstück, das blaue, das war auch ein bisschen abgeflacht. Das fand ich ziemlich geil. Viele Leute mögen es gar nicht. Hat hinten noch so kleine Riffelungen. Das heißt, ne, wenn da ein bisschen Wasser dran ist oder so, rutscht euch das auch nicht in der allerersten Sekunde ab. Was ihr auch noch mit dabei habt in der Verpackung ist hier unten, oh Gott, wie kommt man da dran? Ist hier unten nochmal ein Gegenstück, also wenn man ältere Pfeifen hat, die unten keinen Schliffanschluss haben, hätte man auch noch hier das normale Gegenstück. Ja, Mundstück, also sehr, sehr cool, bin ich gespannt, werde ich denke ich auch jetzt direkt mit rauchen, aber zuerst einmal müssen wir dieses Baby hier auspacken. Wir drehen ihn einmal um, schnappen uns unser Unboxing-Messer und gehen hier einmal durch, ich denke eine Seite sollte schon reichen. Einmal die Folie ab. Und dann heben wir mal den Deckel hoch. Ich hoffe, ihr seid bereit. Tada, da ist er. Wie gesagt, ich finde definitiv das Apple der Shisha-Verpackung. Ich finde es unglaublich schön. Also wenn man das aufmacht und einem dann... Ah, kriege ich das jetzt hin, dass ich euch das nochmal in der anderen Kamera zeige. Hier vorne so rein. Also wenn man das aufmacht und einem dann das hier entgegenkommt, das sieht schon ziemlich geil aus mit diesem ganzen Reinweiß. Wie auch bei Apple, wieder der Vergleich, ihr habt hier so eine kleine Einlage. Der Guide Rapid oder der Quick Guide, einmal eine kurze Schnellanleitung. Wir lesen uns besser die englische Seite durch, ansonsten wird das hier nichts. The concept of thermic head is born from the desire to think the top of the hookah. Typisch französisch, englisch auf jeden Fall leider, aber Override and Instructions. Fill the bowl without exceeding the central edge. Okay, also man soll nicht höher als der mittlere Funnel, als das mittlere Funnelloch bauen. Dann obendrauf den Ofen, wie die das nennen, draufpacken. Und zwei Stück Kohle rein und dann Deckel drauf. 7 Minuten warten und dann kann es losgehen. Die Jungs haben auch Instagram, Facebook und auch Twitter. Ist Twitter populärer in Frankreich als in Deutschland? Weil ich habe so das Gefühl, in Deutschland interessiert Twitter keinen. So, wir kommen zum Herzstück. Es hat sich definitiv ein bisschen was geändert. Oh, erstmal machen wir hier noch diese Einlage raus. Sehr, sehr interessantes Material. Wir machen die Einlage raus und dann sehen wir schon, dass sich da noch einiges verändert hat. Also erstmal
Wir sehen, dass in den Seiten hier noch so kleine Metalllöcher drin sind, durch die man auch durchgucken kann. Oben hat man wie gewohnt ein schönes großes Glasdepot, aber in der Mitte ist hier nochmal so ein kleiner Glaspinöpel. Das war auf jeden Fall bei dem alten auch noch nicht so. Und was auch noch definitiv neu ist, ist einmal hier oben die Schlitze sind ein bisschen anders, aber das kennt man schon. Man hat wieder den Ring, um das Ganze außen greifen zu können. Die Innenseite sieht nochmal deutlich anders aus. So, ich habe gerade nochmal mein Khazar 2 geholt, um euch die Unterschiede ein bisschen zu zeigen. Ja, die Schlitze auf der Oberseite sind sogar fast identisch. Vielleicht ist sogar das ganze Teil... Ne, also das ganze Teil ist auch nicht identisch. Sieht trotzdem anders aus beim Khazar 2. Was aber definitiv anders ist und was saugut ist, ist, die Unterseite hat sich deutlich verändert. Ja? Früher hatte man hier diesen Pinöpel dran. Ihr seht schon, das ist der alte, der wurde gut benutzt. Hier ist dieser Pinöpel dran und der hat mega genervt beim Saubermachen. Und das war auch einer der Hauptgründe, warum ich den Khazar nicht so oft geraucht habe, weil es einfach so stressig war. Wisst ihr, wie lange ich hier geschrubbt habe und der sieht immer noch scheiße aus. Deswegen, also dieser Pinöpel hat mega genervt. Ich bin saufroh, dass er hier jetzt weg ist. Ihr habt eine glatte Fläche. Einfach ultra gut, da bin ich sehr, sehr gespannt. Das sollte deutlich einfacher werden, den sauber zu machen. Deswegen sehr, sehr nice. Anscheinend geht hier auch so ein kleines bisschen Luft durch und kommt unten aus diesem Loch wieder raus, das dann hier mit reingeht oder rausgeht. Also hier geht dieser Pinöpel, der sitzt ja da drauf. Das heißt, da ziehst du Hitze von der Mitte durch dieses Stäbchen, das aber hier an den Seiten rausgeht. Okay, verrücktes System. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das sein wird. Ich werde ihn natürlich ausführlich testen, ne, bis ich komplett verstanden habe, wie der Kopf funktioniert, wie das Ganze laufen soll. Was auch noch neu ist, ist, wenn ich mir hier mal die Seiten angucke, hattet ihr hier, also wenn ihr jetzt hier reinguckt, ne, seht ihr diese kleinen Schlitze hier, das da. Das war schon alles, was da war. Die sind deutlich, deutlich größer geworden beim RAS. Und wie gesagt, unten fehlt komplett dieser Pinöpel, dadurch ein schön flaches Profil. Ich würde sagen, wir machen hier mal die Gummis ab. Erstmal. Oh, die sind auch cool. Die haben jetzt eine Führung. Das war bei dem alten nicht so. Na, ihr seht. Bei dem alten. Einmal Fokus. Bei dem alten ist glatt. Und der hat hier so ganz leichte Kanten. Und an dem Gummi habt ihr auch... Ah, das sieht man jetzt nicht so gut. Doch, hier seht ihr es, hat man so eine kleine Lippe. Das heißt, die bleiben jetzt immer schön zentriert. Der kommt ganz, ganz kurz mit auf den dann ausgeschalteten Kohleanzünder. Ihr wisst das, ne? Wenn da irgendwelche Rückstände drauf sind, die sollte man abbrennen. Die will man nicht mitatmen. Der Glaskopf an sich ist sogar ein Stückchen größer geworden, merke ich gerade. Also er hat ein bisschen mehr Volumen. Wenn ich die hier so aufeinander halte, sehe ich, dass der Glaskopf auf jeden Fall ganz leicht übersteht. Also er ist in der Tat, das Depot ist ein bisschen größer geworden. Und ich würde sogar fast behaupten, auch das mittlere Stück hier hat sich ein bisschen verändert. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir machen mal Kohle an. Wir rauchen den auf jeden Fall noch kurz, damit wir da einen kleinen ersten Eindruck zu haben. Mein Köpfchen ist jetzt an. Er ist ungefähr, also ich habe 5 Minuten gewartet. Ich hatte am Anfang kurz 3 Kohlen drin, weil ich dachte mir, komm, schnell, schnell, ich will, dass das Ding warm wird. Und habe dann 5 Minuten gewartet, habe nach ein paar Minuten die dritte Kohle noch raus. Jetzt sind gerade 2 drinne. Und was ich eben noch gar nicht beim Unboxing gesagt habe, was noch mega, mega wichtig ist beim Khazar 2, war das manchmal ganz schön gefummelt, oben diesen Deckel drauf zu kriegen. Das haben die komplett überarbeitet bei dem RAS. Und es funktioniert viel, viel einfacher. Also das war auch so ein Punkt, der beim 2er ein bisschen gestört hat, der jetzt beim RAS deutlich besser geworden ist. Das Ganze ist jetzt auf Abstand gebaut, so wie die Jungs das in der Anleitung gesagt haben. Was ich nochmal zu der Anleitung sagen muss und zu dem ganzen Auspacken, was ich mega cool finde: so sollte das bei vielen Shisha-Produkten sein. Wie viele Shisha-Produkte bekommt man einfach nur und da ist einfach nur das Produkt drin. Ne? Oder du kriegst gar keine Verpackung. Ja? Du gehst in den Shisha-Laden und kriegst einfach so, hier ist ein Kopf, fertig. Und da kriegst du eine Verpackung dazu, du kriegst eine Anleitung dazu, die wird genau gesagt, wie du das machen sollst. Die wird genau gesagt, beim ersten Mal erstmal 15 Minuten irgendwie warm werden lassen, auf einer Herdplatte oder so, bevor du den jetzt rauchst, weil da können immer Rückstände dran sein, die müssen erstmal abgebrannt werden. Dann die Kohle reinlegen, 2 Kohlen reinlegen, 7 Minuten warten, dann kannst du anrauchen. Dir wird gesagt, wie hoch du das bauen musst und so weiter und so weiter. Also vieles, was einfach zu so einer sehr, sehr positiven Erfahrung mit einem Produkt beiträgt.
Aber ihr wollt bestimmt jetzt erstmal sehen, wie das Ganze raucht. Wie gesagt, das ist Abstandssetup. Ihr wisst ja, normal rauche ich immer Overpack bzw. Vollkontakt oder Noppenkontakt mindestens. Wenn ich mit einer Smokebox rauche, ist ja im Grunde auch irgendwie so was Ähnliches wie eine Smokebox, nur halt eine sehr, sehr besondere. Deswegen nicht Vollkontakt oder Noppenkontakt gibt natürlich meistens ein bisschen weniger Rauchentwicklung. Behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf. Ich bin selbst gespannt, ich habe jetzt wieder ein paar Minuten nicht gezogen. Mal gucken, wie das Ganze jetzt raucht, würde ich sagen. Ja, also schmeckt auf jeden Fall nicht verbrannt. Wie gesagt, rauche ich den Mr. John. Ich habe den Mr. John bis jetzt nur in den Holsterköpfen geraucht und in der Mummy Bowl. Und in der Mummy Bowl, genau. Schmeckt auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich finde, die saure Note von der Ananas kommt auf jeden Fall deutlich geiler rüber. Wenn ihr genau wissen wollt, wie der Mr. John von Holster schmeckt, keine Angst, das Review kommt auch. Beziehungsweise vielleicht ist es schon oben, ich weiß nicht, welches Video zuerst kommt. Schaut mal auf dem Channel oder vielleicht verlinke ich es euch jetzt auch da oben in der Ecke. Schauen wir mal. Aber ich ziehe noch ein paar Mal dran, mache mir ein paar Gedanken. Ja, also Rauch kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Für den Abstandssetter wirklich wunderbar. Geschmack ist voll da. Nicht verbrannt, kratzt nicht, drückt nicht. Sehr intensiver Geschmack am Start. Der ganze Mundraum ist auf jeden Fall voll. Genauso wie das halt sein soll. Ja, also für den Abstandssetter aber auf jeden Fall tip top. Mein erstes kleines Fazit. Mein Ersteindruck von dem Kazar Ras. Man muss dazu sagen, es ist ein sehr, sehr teurer Kopf, der kostet 70 Euro. Das tut natürlich ziemlich weh, aber ist auch schon sehr cool verpackt und ihr habt eine coole Erfahrung beim Auspacken und euch wird viel mitgegeben auf dem Weg. Es ist ein sehr, sehr einfach zu bauender Kopf, auch wenn da jetzt ein bisschen Tabak rein muss. Also jetzt gut und gerne, ich würde sagen 17 bis 20 Gramm oder sowas habe ich da jetzt schon reingepackt. Auf jeden Fall deutlich mehr als so eine Mummy Bowl oder vergleichbare Köpfe. Aber mehr Tabak heißt natürlich auch tendenziell längere Rauchdauer. Es ist nicht schlimm, dass viel Tabak rein muss. Man muss nur wissen, will ich jetzt lange rauchen oder will ich jetzt gerade nur mal kurz eine Stunde rauchen oder vielleicht nur eine Dreiviertelstunde, dann würde das schon wehtun im Ras. Aber wenn man kein Problem damit hat, jetzt zu sagen, oh nee, weißt du was, ich will jetzt anderthalb oder zwei Stunden sogar rauchen. Ich weiß ja noch nicht genau, wie lange das geht. Dazu kommen wir dann natürlich im Review, das nach ein paar Wochen folgen wird, wenn ich dieses Produkt wirklich komplett verstanden habe, komplett weiß, worüber ich da rede. Ihr wisst das, die Reviews dauern manchmal ein paar Wochen länger, aber dafür weiß ich dann auch, worüber ich rede. Ich will euch hier nichts jetzt wegerzählen. Ein Review beim ersten Mal rauchen machen, macht für mich keinen Sinn. Aber erster Eindruck vom Ras, sehr, sehr gut. Er ist viel, viel einfacher in der Handhabung geworden. Sie haben viele Probleme gelöst, die der Zweier hatte, die jetzt der Ras nicht mehr hat. Und ich denke, allein deswegen wird er bei mir deutlich häufiger zum Einsatz kommen als der Zweier. Also Ersteindruck, sehr, sehr gut. Verpackung, tipptopp. Verarbeitung, absolut okay. Kann man nicht meckern. Für 70 Euro gibt es die eine oder andere Ecke, wo ich gesagt habe, okay, hätte man noch glatt machen können oder sowas. Aber auf jeden Fall nichts, was irgendwie dem Rauchspaß oder dem Rauchvergnügen im Weg stehen würde. Von daher alles okay. Geschmacksentfaltung, Rauchentfaltung, alles tipptopp. Ich bin sehr gespannt. Ich werde ihn auf jeden Fall auch nochmal auf Vollkontakt bauen. Wie das Ganze dann läuft, sehen wir aber im Review. Ich hoffe, dass euch der kleine Ersteindruck von dem Kazar Ras hier gefallen hat. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne noch Daumen nach oben oder ein Abo da lassen. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht es gut, eure Shisha-WG.